Hallo ihr Lieben, heute machen wir diesen leckeren orientalischen Hummus. Er ist schnell zubereitet und sehr gesund. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dafür brauchen wir 240 Gramm Abtropfgewicht Kichererbsen aus einem 400 Gramm Glas oder aus der Dose. Davon nehmen wir dann noch 50 ml Kichererbsenwasser. Dann ist noch wichtig 2 Esslöffel Sesampaste, Tahin oder Tahini, meine ist aus dem internationalen Bereich eines Supermarktes. Dann noch 2 Esslöffel Zitronensaft, eine Knoblauchzehe, je ein halber Teelöffel süße Paprikapulver, Pfeffer, gemahlener Kümmel und Salz. Das sind die Grundzutaten und das gehört zur Dekoration. 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Kichererbsen, 1 Teelöffel Sumak, 2 Gramm Petersilie und 2 Esslöffel schwarze Oliven. Wenn euch unser Rezept gefällt, freuen wir uns über eure Unterstützung mit einem kostenlosen Abonnement. In meinen großen Mixer gebe ich nacheinander die Kichererbsen, den Knoblauch, die Sesampaste, den Zitronensaft und die Gewürze. Den Hummus könnt ihr gut einen Tag vorher zubereiten und dann kühl gelagert im Kühlschrank zum Beispiel lagern und am nächsten Tag schön dekoriert servieren. Er passt super zum Frühstück, Brunch, Mittag- oder Abendessen oder einfach so zwischendurch. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, freuen wir uns über ein kostenloses Abonnement. Danach püriere ich das Ganze für in etwa eine Minute und streiche dann die Ränder nach unten, damit auch alles erwischt wird. Jetzt könnt ihr den Hummus auch gleich abschmecken. Nun vermische ich es kurz nochmal und richte es danach gleich an. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt rechts oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.